Darfst du überhaupt mit mir sprechen? Andrea lehnte sich auf dem Stuhl zurück und verschränkte die Arme. Ich ließ die Tür zum Verhörzimmer einen Spalt breit offen, ging zu dem schmalen Tisch und setzte mich ihr gegenüber. Wusstest du, dass die Sache eskalieren würde? Fragte ich sie und legte einen Schreibblock samt Kugelschreiber zwischen uns beide. Andrea biss sich auf die Unterlippe. Was ist los mit dir, Ina? Sie entknotete ihre Arme und beugte sich ebenfalls über die Tischplatte, bis sie mit ihren Händen meine Finger berührte. Wirst du nicht wütend, wenn irgend so eine dahergelaufene Wirtschaftsheuschrecke mitten im Nationalpark ein Hotel bauen will? Nichts, aber auch gar nichts hat das Unternehmen mit der Eifel am Hut. Ich zog meine Hände zurück. Ich bin mir noch nicht einmal sicher, ob die Idee wirklich so schlecht ist, wie du immer behauptest. Immerhin bringt es Arbeitsplätze und die können wir hier gut gebrauchen. Ach was! Andrea sprang auf und ihr Stuhl rutschte krachend nach hinten. So ein Unsinn! Weißt du, was passieren wird? Sie setzen das Hotel in die geschützte Landschaft, greifen womöglich noch Fördergelder ab und wenn es dann nicht rentabel ist, ziehen sie den Schwanz ein und lassen die Stadt Schleiden mit dem Teil alleine da stehen. Alles in Ordnung? Ein Kollege steckte den Kopf durch den Türspalt und machte Anstalten, hereinzukommen. Ich hob die Hand und winkte ab. Ja, ja, alles okay, murmelte ich und sagte dann mit Blick auf Andrea, setz dich. Sie ballte die Fäuste, verkrampfte sich für einen kurzen Moment und machte ein wütendes Geräusch. Setz dich, Andrea! Sie blieb stehen. Es geht auch gar nicht darum, was ich von der Sache halte oder wie ich dazu stehe. Es geht darum, ob ich dich gleich gehen lassen kann oder ob ich dich festsetzen muss. Ohne Anklage zu erheben, darfst du mich höchstens bis morgen um Mitternacht hier festhalten. Ach was. Oder du musst mich einem Haftrichter vorstellen. Andrea, jetzt hör mit dem Scheiß auf! Wir sind Freundinnen und ich versuche, das Beste für dich aus der Situation hier zu machen. Andrea griff nach dem Schreibblock und starrte darauf, als ob die Namen derer, die von der Demo gewusst hatten, auf dem Papier stehen würden. Du hast es noch nicht gehört? Was? Fragte sie irritiert. Regina. Sie ist tot. Wir haben sie heute in der Früh am Wehr gefunden. Sie ist ertrunken. Andrea schlug sich die Hand vor den Mund. Oh mein Gott. Sie schluckte und starrte mich an. Es dauerte eine Weile, bis sie sich wieder rührte. Was ist passiert? Hatte sie einen Unfall? So wie es aussieht, hat sie sich das Leben genommen, gab ich leise zurück. Nein, nein, das kann nicht sein. Andrea schob ihren Stuhl wieder zurück, blieb aber sitzen. Sie wischte sich mit dem Handrücken über die Wange. Regina hat sich nicht umgebracht. Dann war es ein Unfall. Vielleicht, sie ballte die Fäuste, vielleicht aber auch nicht. Also kein Selbstmord und kein Unfall? Was dann? Du bist von der Mordkommission, Ina. Bin ich nicht. Nicht mehr. Hast du mit deiner Stelle denn auch deinen Instinkt abgegeben? Unsinn. Dann glaub mir doch einfach, sie betonte jedes Wort. Es war kein Selbstmord.